Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Yikes. Ja, Kasani macht am meisten Sinn, weil vielleicht wird es eine Mutant runter. Herzlich willkommen zu einem Banger. Spielen auf meinem Triad-Account, der gerade DR2 demoted wurde. Aber wir wollen natürlich ja, Richtung Master gehen. Ach, Gott sei Dank. Okay. Also, was machen wir daraus? Es gibt mehrere Ideen. Die eine ist, du verlierst absichtlich, um in Karussell als erster zu wählen, um Tactical Scrum zu bauen. Brilliant. Die andere Comp ist 6er Strike. Well. Ja, vielleicht gehen wir aber auch einfach Twinshot. Ich weiß, wie ich darauf komme. Ist so eine spontane Intuition, dass Twinshot vielleicht gar nicht so bad ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber... Könnte ja doch sein, dass das gar nicht so bad ist. Tatsächlich ist Strike aber auch extrem skill. Bruder, was? Was sind das? Aber... Na komm. Okay. Well. Puh. Also irgendwie so. Und dann den. Aber was mache ich mit dem? Hextech fühlt sich halt schon richtig kacke an, ne? Noch mehr. Okay. Re-Leveln, I guess. Swinging from the heels. Nein, ich war zu spät. Nicht so schlimm. Was machen wir damit? I really don't know. Also ich denke, es wird hier die Lucian Socialite kommen. Man hätte übrigens auch Socialite 2 nehmen können, aber ich glaube tatsächlich, dass das Triforce-Ding einfach völlig hochbroken ist. Normalerweise könnte man jetzt quasi entscheiden, ob man hier Corki Carry spielen will aktuell oder Lucian, aber Lucian wurde ein bisschen genervt, weil er abhängiger von Twinshot ist. Und du hast hier 1, 2, 3, 4 Three-Cost-Units drin. Was natürlich mit dem Augment mega nice ist. Und für Jinx spielst du auch noch lange Gank. Oh ne, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist halt einfach die Comp. Ja. Also dafür gehst du einfach. Tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen Husten. Und gleichzeitig scheint das Spiel ja auch zu wollen, dass das hier passiert. Okay, also ich... I guess we just do it. Ich habe absolut noch keine Ahnung, was ich aus dem Spatula mache. Ne? Den ignorieren wir so ein bisschen. Er könnte übrigens überlegen, ob man Jarvan über Rek'Sai rated, ne? Wegen Hextech. Aber es ist schon ein insaner Start, holy shit. Wenn Mutant Adrenalin Rush ist, sie wäre noch eine gute Option. Ist es nicht. Es ist Cybernetic, glaube ich. Ja. Also mehr Health und mehr AD für jedes Item, wenn man ein Item trägt. Nicht für jedes. Ein 2-2 zu Level macht man selten, aber hier hat es sich gerade irgendwie angeboten, fand ich. Alter.
So, man spielt hier später sogar Lucian. Ich würde wahrscheinlich Corki Lucian nachspielen. Das hier ist die Comp. Die spielt quasi zwei Corkis und Ludo ist dann lange Zeit, finde ich, der dritte. Oder man spielt Vex, weil man Dings hat hier, Triforce, ne? Auf jeden Fall spielt man nicht Six noch lange hier. Ja, viel umstellen kann ich gar nicht, ne? Junge, Junge, der Arme. Guck mal, ich hab Mercenary und da kommt einfach Lucian so, hallo, guten Tag, ich bin hier, um zu töten. Alter, einfach. Stupid Damage. Ich meine, es sind 333 Health, 33 Starting Mana und 43% Attack Speed. Das sind einfach alles Full Tanks. Das wird auch ein sehr früher Lucian 2. Ich bin gespannt, was für eine Lobby wird. Ich glaube, es gibt Prismatic, Silber Prismatic, aber es soll ja auch Triple Prismatic Rounds geben. Kann sein, dass du die Banger-Begrüßung wegen Spatula unterbrochen hast. Ja, aber das versteht ja jeder. Ne? So oder so, falls ihr euch nicht genug begrüßt, gefühlt habt. Ne? Hallo. Das hier meine ich, ne? Wenn du jetzt letzter bist, dann bist du Spatula und hast eine extra Unit. Schon eine krasse Mechanik eigentlich. Ist irgendwie alles nicht so geil, ne? Ich würde Tech-Speed nehmen. Kommt der zweite Spatula immer? Nee, ist ein Gamble. Ist wahrscheinlich auch nicht mal ein straight-up guter Gamble. Ist das besser? Maybe, ne? Ist das besser? Nee, wir haben keine Poppy mehr. Hab ich irgendwas hier, was ich nicht sehe? Nee, ne? Oh nee, wir sollten die Items... Vielleicht kann man Senna noch Items geben, wenn ich so drüber nachdenke. Senna mit dem Rageblade war ja lange Zeit sehr, sehr strong. So als Secondary Carry. Oh mein Gott. Das ist ja so crazy, was wir hier hätten. Striker Spatula auf Senna. To be fair? Ganz schön cool. Senna heilt für den Damage, den sie macht. Das Problem ist, wir brauchen das BF wahrscheinlich für Lucian. Ne? Nahkan auf dem Socialite-Feld auch chillen, so. Ist ja auch eine 3-Cost-Unit, das heißt, profitiert auch von diesem insane Buff, den wir über das Augment haben. Und deswegen, wenn du hier quasi dann nah 2 hättest, stehst du nah aufs Socialite-Feld. Der arme Lucian hat aber gar nichts gemacht. Vor allem hatte er gerade auch noch Striker hier, ne? Aber wir gehen mit gut Power hier in die Round. Sieht sehr gut aus. Würde jetzt hier den Six verkaufen für Money. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier mit einer... Wenn wir ein bisschen Gold kriegen, vielleicht über auf 40 Gold kommen. Nach den Golems. Das wäre schon extrem gut. Ja, der Jarvan ist ja nicht so der Carry da vorne gerade, ne? Oh mein Gott, Senna, hallo, wie geht's dir? Dich verkaufen wir nicht. Wir haben noch eine Träne, okay. Das ist maybe ein Static oder ein Rageblade. Müssen wir schauen. Was sind denn die besten Senna-Items? Ich hab die Comp nie gespielt. Wir haben ja keine Frontline, ne? Senna Enchanter. Senna. Oh, Giant Slayer, ne? Aber ein Static wäre schon irgendwie gut dabei zu haben, ne? Für den Lucian. Ach komm, wir spielen Static Senna.
So bad wird schon nicht sein. Und das sieht nach einem Loose aus, ne? Shit. Okay. Italiens gelevelt. Trotzdem verloren, weil der auch gelevelt hat. So, jetzt cool, dass hier alles aufgeht, ne? Jetzt sehr smooth. Okay. Ja, uns fehlt ein bisschen Frontline, ne? Ja, einfach gar keine. Ist Riesenschlechter gut auf Malza, ha? Man kann Giant Slayer spielen auf Malza. Ist nicht erst hier, aber ist okay. Aber Malza ja meistens in dem Mana des Lobbys spielt und dann spielt man viel gegen Cho. Und dann kann man das machen. Ich habe jetzt ein Feld nach rechts gestellt, damit der Alistar hier nach rechts läuft. Ja. Damit er halt im Best Case nicht meine Backline ultet, wie er es jetzt getan hat. Ja, der contestet leider unsere Comp, ne? Das ist ein bisschen unfortunate, möchte ich sagen. Ist schon okay. Wir sind economy-wise ziemlich gut dabei. Okay. Schauen wir mal. Silber, Augment oder Prismatic. Alter. Alter! Triple Prismatic Round mit Spatula Start. Ich meine, es ist nicht der beste Spot. Aber es ist auch kein schlechter. Corki drauf statt Senna. Nee, ich glaube, der Corki ist ziemlich bad hier. Junge. Na gut. Das heißt, wir können jetzt auch noch ein bisschen chillen. Hoffe ich. Alter. Junge, Junge. So, bei Lineup Boy ist auch ein bisschen was hier geboten. Ich habe kurz den Corki geopfert. Statt die Lulu. Weil hier ein Blitzkrank war. Okay, Golden Gift ist natürlich auch super bitter, ne? Finde ich schon sehr, sehr bad eigentlich. Ich meine, er hat Nikos Help bekommen. Der ist auf 40 Gold, Level 7. Ich glaube, der ist ziemlich fucked. Ach nee, der ist Level 7. Oh, never mind. Ja, imagine, das letzte Augment wird wirklich Socialite plus 2. Dann könnte man schon hinterfragen, ob ich reportable bin. Dann banne ich dir den Chat weg. Ist Jason Spot denn echt gut hier, wenn du nur 4 Felder hast? Es ist brachier als broken. Weil quasi... Oh, warte mal. Bauen eine Frontline mehr statt Lulu, ne? Aber das gibt Enchanter. Schwer zu callen. Okay. Ich denke, so ist es besser. Wex ist einfach eine Frontline-Unit. So. Und das fehlt uns gerade. Wir haben ja nicht das Problem, dass uns der Damage fehlt oder wir extra viel MR brauchen, sondern wir brauchen halt einfach nur Units, die vorne was tanken können. Und durch Triforce kriegt sie ja plus 333 Health, was halt huge ist. Vielleicht hätte ich hier leveln sollen. Ich hätte hier leveln sollen. Das weiß ich. Ich glaube, dann levelt man jetzt auch nicht, oder? Das Problem ist, die können halt schon alle all-in sein hier, weil die sind schon ziemlich low.
Entschuldigung. Ich meine, man verdient ein Gold, um hier in Gangplank zu spielen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Units, die 3 Cost sind. Wir haben nur halt Item-Boys hier noch nicht so viel zu bieten. Da müssen wir noch gucken. Imogena wird auch den Crit noch verlieren, der geht zu Lucian. Und Seraphine ist natürlich hier nochmal ein extremer Spike, weil von 2 auf 3 Socialite macht schon nochmal einen riesigen Unterschied für den Damage zu healen, den man macht. Ist gerade für einen Champion wie Lucian sehr entscheidend. Der Damage ist jetzt schon auf einem guten Weg. Und wir spielen ja auch immer noch Yordle, ne? Was wir aber vielleicht sogar auch fast bis zum Ende machen können. Okay. Ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, ja, ist schon sehr optimal alles, ne? Seraphine kommt halt rein. Würde ich wahrscheinlich für Gangplank sogar spielen. Sehen wir noch nicht genau. Braumi zu spielen fühlt sich nicht richtig an. Wir sollten auf jeden Fall für Lucian 2 rollen. Uff. Okay, wir haben viel gehittet. Jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte oder das, was ich wollte, aber es ist auch nicht zwangsläufig schlecht. Hey. Ich war gerade dabei, Items zu vergeben. Stop it. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich wirklich Striker Center, ne? Man könnte noch bis zum Karussell warten, aber ich meine, Spatula wird insane contested. Sieht auch ein bisschen nach Senna Carry aus hier, ein bisschen. Ich habe den Lucian nicht gehittet, aber I guess it's whatever. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir das lösen. Wissen wir, dass das auf jeden Fall gut ist? Ja, Senna 3 wird sie wohl am ehesten. Die Dragon Claw hilft ja auch, dass der Lucian nicht meine Vex instant one-shottet. Das ist natürlich seine Win-Condition ist, ne? Normalerweise one-shottet Lucian ja basically alles. Aber so ist schon echt fein. Wir haben gerade einen sehr geringen Magic-Damage-Anteil. Bauen aber einen Static, um dir mehr zu reduzieren. Das ist ein bisschen widersprüchlich. There we go. Nicht komplett weggepanickt, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich denke, man rollt hier auf 7, ne? Einfach damit man mehr Gold hat. Weil wir wollen die Senna rollen. Okay. Double Trouble spielt man immer Lucian Gangplank. Corki. Ich habe nicht aufgepasst, aber nachher gibt es einen Blitzcrank-Spieler und dann ärgere ich mich, dass meine Senna in der Ecke steht. Uiuiui, die Quinn. Hat auf jeden Fall hier gute Targets. Nice. Also minimaler Verschieben hat mir echt die Runde geholt, weil quasi Caitlyn dadurch den Corki gefinisht hat. Klar, auf 8 zu rollen macht genauso viel Sinn. Was Leute nur immer wieder vergessen, wenn es darum geht, ist, dass du, um auf 8 zu gehen, investierst du ja 40 Gold, die du dann nicht hast zum Rollen. Das ist der riesige Unterschied, den man gerne mal vergisst.
Wäre eine Seraphin, würden wir sie nehmen. Ist aber nicht. Hausfall ist nicht so proppe, ne? I recommend Skippy. Ja. Na, müssen wir gucken. Also, es sieht nicht nach Lucian-Items aus. Ach komm. Wird schon keiner Blitzkrieg spielen. Uff. Ein extra Unit. Oh, Junge. Der Victor Schallert. Aber he's gone. Nice. Sehr, 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 sehr gut, dass der jetzt auch schon vorher raus ist. Das gefällt mir. So, wie sieht's denn der aus? Das ist der Mercenary 7 Spieler. Oh mein Gott. Mercenary 7 und 1 HP. Oh mein Gott. It's loaded dice. It's fucking loaded dice, guys. Wer ist die beste Unit dafür? Weißt du das wer? Ist es Corki? Nee. Ist es Gangplank? Ja, wahrscheinlich am ehesten Corki, ne? Weil die anderen Jorde kann man auch noch nutzen. Ist einfach eine Triple Prismatic Round. Komm, wir haben genug Gold. Dann gehen wir auf 8. Für Senna auf Ori. Nee, nee, nee. Ich will eigentlich nicht Senna hier. Wir haben ja jetzt die Option, doch Lucian 3 zu hitten. Ich denke Corki. Corki, weil wir können die Jorde nutzen. Dann haben wir quasi Double Chance für Nah. Ist die Frage, ob man erst rollt und dann die nutzt oder andersrum. Ich meine, wir haben gleich die Creep Round. Dann können wir 8 gehen. Sievir sagt der Odd Calculator. Sievir ist keine Twinshot Unit. Also für Lucian maybe wegen Hexdeck, aber der Rest macht da nicht so viel Sinn. Okay. Also wir gehen 8. Und schmeißen es dann auf Corki. Und hitten dann Nah 3. Oh mein Gott, hallo. Aber ich denke, wir rollen erst runter. Eigentlich ist Gangplank hier, glaube ich, gar keine Win-Condition. Okay. Vielleicht müssen wir das einmal auf Senna packen, ne? Gut aus. So, what are we doing? Is it chill in the air? Is it chill in the air? Das war's nicht.
Okay, I may fucked up. Yep. Glass is half empty. Wir haben noch 10 Gold. Wir können das never ever gewinnen, ne? Wir haben keine Items. Oh, es war so bad, auf 8 zu gehen hier, ne? Es ist einfach insane. Es sind halt genau die 40 Gold, die jetzt fehlen, ne? Es ist einfach, dass ich mich, dass ich da nicht meinen eigenen Kopf durchsetze, ist einfach stupid. Take back what's mine. Tür. Die Hausverwaltung jetzt auch. Ja. So. Da müssen wir schauen. Nichts dabei, was uns rettet. Striker löst hier auch kein Problem mehr. Static auch nicht. Wahrscheinlich am nächsten Gunblade. Okay, okay, okay. Ich glaube, selbst wenn du schon Standard 3 gewinnst mit dem Alpsens, dieser Stack, glaube ich nicht. Whatever. Das ist ja immer nur ein sonst was. So. I can do this. It is in motion. Seraphine hat auf jeden Fall Bock. Aber wir haben nicht so Bock auf die. Erhalten wir auch einfach nicht, ne? Kann das sad. Sah sehr, sehr gut aus, ne? Loaded Dice war noch sehr, sehr nice. Das war wirklich das Problem, hier Level 8 zu gehen. Aber es ist auch ein schönes Beispiel, warum man nicht Level 8 gehen sollte, ne? Es sind halt genau diese 40 Gold, die halt quasi am Ende den Unterschied ausmachen, warum du halt etwas hittest oder halt eben nicht hittest, so. Schade, ja. Ist am Ende ein Fünfter. Ärgerlich. Sparteller mit Triple Prismatic. Aber am Ende ein Fifth. Ist das ein Banger? Weiß nicht. Ist halt schon irgendwie was Besonderes, aber irgendwie fühlt es sich auch unrewarded an, das zu verlieren, ne? Gambler of Nah ist aber wasted. Habe ich Gambler of Nah gepackt? Oh ja, das war keine Absicht, das sollte auf Lucian sein. Ja. Ja, vielleicht ist es der erste Bummer. So kann man es ja auch mal sehen. Peace.